Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Testet. Wir spielen heute Max Stern. Ist ein Indie-Action-Adventure-Game mit diesem sympathischen Typen, das ist glaube ich Max. Wurde am 21. Oktober released und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Ein Publisher an sich gibt es für das Spiel nicht, wenn ich richtig gesehen habe. So, schauen wir mal. New Game. Ladies and gentlemen, please welcome one of the main heroes of this strange. His name is Maxter. Believe or not, he's quite a nice guy unless you make him angry or stand on his way to a pub. Ja, es ist halt jetzt wieder viel Englisch. Also, da wird einfach der Typ vorgestellt und dass er eigentlich ein netter Typ ist. Außer man macht ihn böse oder steht im Weg, wenn er einen Pub besuchen möchte. A dead devil smuggler, he'll take care of all troubles, just name them. Lest euch das selber nochmal durch und übersetzt euch, ihr wisst, das mit dem Englisch ist nicht so, ne? Wir schauen einfach mal rein. Ah, jetzt wird erzählt. One day. Ah, da war. Okay, eines Tages, als wir gerade Munition schmuggelte, wurde sein Himmelsschiff über einer tropischen mysteriösen tropischen Insel abgeschossen oder ist abgestürzt. Er ist halt auf diese Insel abgestürzt und ja, und jetzt versucht er halt auf dieser Insel die Teile seiner Maschine zu finden. And it at when Max becomes part of his story, which began far and away from here. Okay. Schauen wir mal. Okay, W ist springen. A, D kann man laufen. I hardly. Das habe ich jetzt nicht mehr lesen können. Alles klar, wir müssen halt so laufen. Ah. Mit W können wir die Leiter rauf. War das mit dem Jump? Was ist das hier? Medipack. Ah, mit E. Oh, und hier kommen wir dann wieder runter. Okay. Wieso kannst du nicht laufen? Weil er von da oben rüberspringen muss. Okay. Ah. Hold Shift. So. Okay. Kannst du durch, ohne dass noch was passiert? Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt ganz so einfach. So. Bam. Kannst du nicht da hoch? Nee, kann man nicht. Dann musst du wahrscheinlich hier hoch. Ah! Und dann hier. Wir geben. Ah, das ist Muni gewesen. Schon sehr interessant. Okay, wir müssen unsere Munition ein. Gehst du da runter? Nein, geht er nicht. Okay, also geht er da nicht runter. Muss ich ihn jetzt wieder mitnehmen? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen die noch. Das war Tab, das war falsch. Wir müssen immer Shift und dann laufen. Okay. So, wir müssen von oben. Müssen wir da runter, darüber. Alles klar. So, sind wir drauf.
Dann fahr mal runter. Ammo selected. Ach so, du kannst, oder? Oh, Attack oder Targeting? Okay. Ah, wo geht das nicht? It's better not to do. Ah, okay. Safe space set mine. Okay. Okay, wir dürfen nicht in unsere eigene Mine rennen. Das haben wir jetzt gelernt. Wir haben nicht mehr das Tutorial geschafft. Ist das so traurig. Oh. So, dann müssen wir da. Dann müssen wir hier. Also, wir dürfen nicht in unsere eigene Mine laufen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ach Max, wir schaffen das. Das ist mein Leben. Okay. Super. Achso, ich vergesse immer, dass ich mit der... So, die müssen wir einsammeln. Ah, Exit Level. Tada! Ich glaube, what a nice start of the day. My ship is off. At the other end of the island, I have to go through Muggle, Tonky Hell, to get... A juicy cripple to make clothes out of kind leaves has come through. I wish there was a camera. Okay, Knarre ist geladen. Achso, die Dinger brauchen wir halt, um darüber zu kommen. Alles klar. Das ist eine Schriftrolle. I'm Brother Benito, a humble servant of Almighty Creator. Das ist zu schnell! Kommt der so hoch? Stimmt. Aber wir können ja erstmal oben gucken gehen, ob es da was zu holen gibt. Jo, Ammo. Dann gibt es Ammo. Oder unten ist eine Bombe. Die hätten wir uns vielleicht auch noch holen sollen. Oder obwohl, kommen wir da an der Säule vorbei? Ja, kommt hier. Ist das schon ganz nett gemacht, oder? Oh, das Ende. Uah! Wieso hab ich den jetzt? Bin ich den jetzt dran? Oder kann ich die Kisten auch erschießen? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Nö. Guck mal nicht. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt... Oh. Aha. Können wir crouchen? Ne, wahrscheinlich müssen wir dann. Tada! Aber wo der hier hoch müsste. Die
Texte sind, lese ich euch jetzt nicht vor, weil die, ich finde, die sind sehr, sehr schnell. Oh mein Gott. Okay, das hat mich dann eher erwischt. So, das ist jetzt der erste Einblick. Ich würde sagen, das spielen wir nochmal ganz in Ruhe, vielleicht im Stream oder so. Wollte ich einfach mal das Spiel zeigen, wie es aussieht. Und ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Das Tutorial haben wir ja jetzt durchgespielt und jetzt kommen ja die ersten Mobs. Aber ich würde sagen, das machen wir dann zusammen. Können wir ja gerne live machen. Und schaut mal rein, was ihr davon haltet. Hier der kleine, der sieht ja wirklich schon aus wie so ein Zwerg. Ja, mit Knarre und Kippe im Mund. Zigarre soll das wahrscheinlich sein. Und ja, sagt mir mal, ob ihr davon mehr sehen wollt, ob wir das zusammenspielen sollen im Stream, damit ihr euch beämmeln könnt, wie schön ich das ich mache. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.